Hallo, hey ho, liebe Freunde in der Pokémon TCG World. Heute ganz ein bisschen ruhiger, denn heute am Donnerstag ist die Woche ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Habe ich hier einen weiteren Kauf vom lieben Hüseyin aus Bonn gekauft, wo ich wieder glaube, dass wir hier eine Grading-Karte drin haben. Um das Ganze jetzt zu präsentieren, nehme ich natürlich wieder meine Pokémon-Schere zur Hand. Zerschneide den Brief vom nicen Hüseyin. Auch ein richtig nicer Pokémon-Bro aus der WhatsApp-Gruppe. Einer der WhatsApp-Gruppen. Man ist ja mittlerweile in sehr vielen Gruppen drin. Was echt hilfreich ist, okay. Zur Luftpolsterfolie hat der gute Hüseyin das Ganze noch einmal in Zewa gepackt, ne? Ich denke, in Zewa und Panzertape, come on. Der Krieg bleibt fern. Das Ganze wird jetzt so hoffentlich in einem meiner Binder landen dürfen. Ohne Schaden zu nehmen. Denn die Karte ist, lieber Hüseyin, hier tipptopp angekommen. Und zwar haben wir wieder eine PSA-Karte, wo ich gar nicht mehr genau weiß, was es war. Aber das Ganze sehen wir jetzt im Runterzählen in 3, 2, 1. Let's go! Oh, genau! Das war das Krupa. Das war das, mein X-Bad V mit einer 9 bewertet. Aus Darkness Ablaze. Aus 2020. Die habe ich auf Deutsch auch da. In meinem Bein da drin, meine ich. Das X-Bad Full Art. Flammende Finsternis, muss das sein. Ja, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ihr wisst, X-Bad, egal wie, egal wann, egal wo, X-Bad gehört in meine Sammlung. Lovely Pokémon, X-Bad in Dragoran. Und damit ist das schnelle Video heute auch schon beendet. Und ich hoffe, ihr seid morgen früh am Last Pack Magic Friday wieder mit dabei, wenn der Sohn mal um 10 Uhr den Booster aufmacht und wir zusammen um 15 Uhr hier nochmal ein Kauf öffnen. Let's go, come on and catch it all. Euer Pokémon-Y.